Servus Leute, es geht, der Fabi da. Ich weiß, ihr habt es mir schon lang nicht mehr gesehen. In Form von Video auf jeden Fall. Auf Instagram war ich noch ein bisschen aktiv, jetzt wieder ein bisschen mehr. Ich wollte mich einfach mal wieder bei euch melden. Tut mir wieder gut, Video zu machen für euch. Tja, war jetzt ein bisschen eine schwierige Zeit. Die letzten Monate, die letzten, ja, gut eineinhalb Jahre, geprägt von einigen Verletzungen. Und deswegen wollte ich mich einfach wirklich mal bei jedem von euch bedanken, der trotzdem dabei geblieben ist, der mir trotzdem noch unterstützt. Ist auf jeden Fall geil, so ein Support für euch zu sehen, mitzubekommen, ganze Kommentare, Nachrichten. Also ist immer noch so viel, trotz in so einer Zeit, taugt mir halt wirklich voll. Deswegen möchte ich mich da wirklich mal recht herzlich bei jedem bedanken. Gute Neuigkeiten für jeden. Mir haben echt viele Nachrichten, Kommentare immer wieder erreicht, dass ich immer wieder Videos machen soll. Vor allem, dass euch, sagen wir, sehr viel von den persönlichen Videos auch abgegangen ist. Und deswegen willkommen zum Sick Life Video. Mein Plan war, dass ich jetzt den Sick Kanal und die ganze Brand wieder mal ein bisschen mehr aufleben lasse und unter anderem wieder einfach ein bisschen mehr Insights von mir in Form von Videos zeige, in Form von Content auf YouTube zeige. Es hat sehr, sehr viel Nachfragen gegeben, sowas zu machen, und jetzt haben wir gedacht, okay, lasst uns das einfach mal starten, lasst uns mal probieren, mal schauen, wie es euch gefällt. Wir werden da schauen, dass wir im Monat so, würde man sagen, 1 bis 3 Video-Episoden so rausbringen und das Ganze auf dem Sick Kanal. Es wird auch in Deutsch gemacht mit englischen Untertiteln, haben sich auch sehr, sehr viele gewünscht. Ich glaube, das bringt wieder was recht Frisches ein. Ich bin wieder echt saumotiviert, war jetzt echt Kackzeit und bin ganz ehrlich mit Verletzungen, mit, dass ich einfach nicht das machen kann, was ich am liebsten mache, und das sind Videos machen auf dem Radl. War einfach nicht möglich, aber mit dem muss man leben, und jetzt wieder gescheit motiviert, euch ein bisschen coolen Content zu liefern. Ja, und einfach eine geile Zeit zu haben. In dem Sinn, danke schon mal für jeden, der wieder dabei ist. Ich würde sagen, jetzt geht's wieder los. Haut rein. Sometimes I lose my mind, get a little ratchet. Hoes want cash up, get his hard dick. From that place where they move, ain't bricks. And the cops say hi with a damn nice stick. Broad daylight and we still hit licks. Rock 10 gon' crazy, still ain't shit. Sip a little something, bitch, get a little lit. Just might go M. Night Shyamalan split. Alter, was sind das aber echt von den gestörten Jacht? Die Jacht. Die rechte ist keine Jacht. So, die rechte ist Beiboot. Das ist so ein Hin- und Her-Fahrschiff. Ah, Affäre. Eine Jacht wirst du jetzt verstecken, Kind. Hör auf, Mann. Ja. Boah. Wollen wir jetzt nochmal anfangen und Fotos machen, oder? Ich und mein Boot, forever. Wolltest du das sein? Ich bin Executive Producer, wenn es so ist, okay? Das ist Little Hannes. Das ist der dritte Monat. Boah, das war echt ein Bauch. Das waren deine Hände. Ja, ich mach. Mein Kopf hat wieder mal bewiesen, dass er nicht so schlau ist. Ja, wir machen ein Shooting für ein Magazin. Ja, und jetzt machen wir ein paar Fotos. Jetzt record ich auch. Wir fahren jetzt ein paar Fotos schießen, ein paar Clips machen. Da in der Nähe von Monaco. Das Ganze, glaube ich, heißt da oben ist See. Das ist halt richtig geisteskrank, geile Aussicht. Ich darf leider mit dem Rad noch nicht so krasse Sachen machen. Also deswegen muss ich noch ein bisschen vorsichtig sein mit meinem Fuß. Aber ich glaube, es wird witzig. Yeah. Geiles Ding. Unser Rennrad auch dabei. Ganz schlimme Sache. Wie schaut so ihr Daily Frühstück aus? Entweder Bowls oder Früchte Bowls, mal selber. Früchte Bowl? Ja, richtig geil.
Da bin ich Chef drin. Da zählt massiv ein totaler Früchteball-Chef. Oh, keiner. Was? So? Früchteball? Ja. Ich kaufe immer die Pferde. Ja, warum die Früchteball gibt es ja ein Tankstück gar nicht. Bei Mackie gibt es keine Früchteball. Ja, da mal jetzt so einkaufen oder ein wenig rumblödeln, ja? Okay, ich bin das gut, ja? Hallo! Wenn man es von da oben so raus fotografiert, du zählst doch das manuell außen. Ja. Ingetütet, fertig, aus, fahren wir. Fahren wir? Super. Essen wir schnell Frühstück, hä? Nein, das gibt's dann noch. Echt jetzt? Nein, sag ich mal nicht. Wir essen jetzt. Aber jetzt kein Weiß. Für Sie. Alright. Du mal mit dem T-Shirt, das ist echt hart. Oh, ja. Brutal, oder? Ja. Das ist ja echt hart. Wie das brennt. Ja. Lass mich nochmal. Nein, du nicht. Lei. Das klingt wie wenn wir. Ja, lass mal probieren. Wir haben es doch gerade schon gemacht. Mit Hoodie geht's nicht gescheit. Oh. Mach den Auto auf jetzt. Mach den Auto auf jetzt. Echt. Das ist dein Team. Ja. Ja, das war tatsächlich scheiße. So, schmeißen wir jetzt zum ersten Mal. Ja, ich schmeiß mir das erste Mal über eine Trail um den Nacken rund in Richtung Meer. Hey. Super, Homer, passt super. Danke, Dean. Danke, Dean. Sensationell. Super, Homer. Homer, Servus, super. Schön gemacht. Gewaltig. Schön gemacht. Danke. Servus. Ganz fein. Schönes Ding. Servus. Super. Super, ich fahr dann einmal. Ich bin einmal dahin gegangen. Na ja, da glaubt man eh nicht zusammen. Ich glaub, das Schaf ist, das glaubt man nicht. Glaubt jetzt können wir Trail husteln. Dann gehen wir jetzt. Na, aber cool. Gemütlich, Wetter ist geil. Was will man mehr im Februar? Das stimmt allerdings. Das ist herrlich. Ihr seht aus, als wenn ihr gerade richtig krass Business macht. Max, da kannst du dich dran gewöhnen. Bei mir schaut das grundsätzlich immer so aus und es ist auch immer so. Ja, der ist da. Ja, lauf noch einen Stall. Aha. Name, Herr Wipper, geht's aktuell. Na, momentan ist alles gut. Er nimmt noch seine Tabletten für die anderen. Na, wir geben dann halt Abend wieder ab bei einer. Sagst du bei Helga noch einen schönen Gruß von mir? Helga, schönen Gruß vom Langschwanz Hans. Nö, danke. Vierte, genau. Servus. Helga? Jetzt hat sie schon aufgelegt. Ja, so. Aber Helga ist eine nette.
quasi ein bisschen flocher, genau so hinten hoch. Den ich auch noch und die Hand da unten aber außen. Probieren wir, stelle ich mir einfach mal hin. Jetzt, was soll der scheiß Anzug? Das ist mein Rennradlanzug, damit ich ultra schnell bin. Er überholt die Auto. Macht dir das Bock, so Rennrad auch mal zu fahren? Oder eher? Ja, ohne Scheiß, man glaubt es nicht, aber irgendwo macht es echt Bock. Weil das Teil geht auch so brutal schnell. Ich meine, gut, da unten ist ja richtig geil, weil erstens hat man eine geile View. Es wird nicht langweilig, weil es immer auf und ab geht. Und so Wheelies machen und so ein bisschen rumtricksen ist tatsächlich echt, echt witziger. Hoppa! Hoppa! Wenn man das quasi mit irgendwie mit der Racing-Drohne mit dann nimmt, das war richtig geil. Ja, können wir probieren. So, aber wir haben halt nur einen Try, weil die Akku, ja, der ist eigentlich low. Ja. Jetzt zählt's. Egal. Jetzt zählt's bei Borde. Ja. Okay, machen wir so. Ja. On the outside, looking in, I really wasn't sure what I was getting. Die Crew war da, Monaco war richtig gemütlich, Wetter war geil. Das erste Mal wieder ein bisschen mehr auf Rad unterwegs zu sein, das erste Mal auf dem Baby da. Hat echt sehr viel Spaß gemacht. Die Jungs sind jetzt wieder mal dahin. Die haben wir jetzt mal wieder zur Physio. Schauen, dass da noch mal gescheit was weitergeht. Und dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder, um mehr Sachen zu schulen. Servus!